Liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Blick in die Vergangenheit. Auch in diesem Monat Oktober möchte ich euch natürlich meine gelesenen Bücher aus dem September zeigen und ich teile das Video wieder in zwei sozusagen, weil es doch wieder eine ganze Menge Bücher sind und ich natürlich zu jedem Buch in meinen Videoabschnitten auch ein bisschen was erzählt habe und ich möchte einfach kein 1,5-stündiges Video oder in etwa irgendwie sowas hochladen und teile es wieder in zwei und ja, dazu dann einfach später mehr. Ich denke, wir machen erstmal ein bisschen Statistik und ja, es sind insgesamt 13, ein Drittel Bücher geworden. Also ich habe eins noch angefangen, das ich nicht beendet habe. Dementsprechend wird da dann im zweiten Video zum Schluss ein bisschen was darüber erzählt. Aber ja, es ist eben noch nicht ganz fertig. Ich habe aber die 100 Seiten, die ich darin gelesen habe, mit in die Statistik hineingenommen. Und so sind es eben 13,5 Bücher geworden mit 5532 Seiten, was einen Tagesdurchschnitt von ungefähr 185 Seiten pro Tag bedeutet. Ist eine schöne Menge, sowohl an Büchern wie auch an Seiten. Und es gab zwei absolute Highlights in diesem Monat. Und die aber beide erst im zweiten Teil folgen. Dementsprechend, ja, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich blende euch nun nach und nach die ersten 6 Bücher des Monats ein, die Videoabschnitte dazu und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinen Gedanken zu den ersten 6 Büchern aus dem September. Das erste Buch, das ich im September beendet habe, zwar noch im August angefangen, aber dann beendet habe, ist das neue Buch von Markus Heitz, Vedora, Staub und Blut. Ist erschienen am 1. August im Knauer Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet broschiert 16,99 und als E-Book 14,99 und hat etwas über 600 Seiten und ist wirklich, also optisch ein absoluter Hingucker, wie ich finde. Dieser Schimmer, wunderschön, wie das Buch gestaltet ist. Wir haben auch innen drin eine wunderbare Karte. Ja, um was geht es in der Geschichte? Wir haben Tomea, eine Gesetzeshüterin, und Liotan, das ist so ein bisschen ein Halunke, der einem aber sehr ans Herz wächst, die plötzlich ja, durch eine Flucht in eine andere Welt eintauchen müssen. Und ja, eigentlich wollte Liotan ja, einen Einbruch begehen und entdeckt da sehr merkwürdige Dinge. Und ja, dann taucht auch noch Tomea auf und die möchte natürlich dann ihrem Freund helfen und ihn eigentlich auch ein bisschen, ja, belehren, denn sie ist halt nun mal eine Gesetzeshüterin und will im Namen des Gesetzes eben eigentlich, ja, ihren Freund da ein bisschen, ja, zurecht stutzen. Und doch, es ist ein bisschen alles sehr merkwürdig bei diesem Einbruch, denn der Kaufmann stellt sich als Hexer vor und der befördert beide direkt einfach mal in eine andere Welt. Und diese Welt ist dann eben Vedora, ein Land aus Wüste, Hitze und ja, es ist da einfach wunderbar sandig sozusagen. Und ja, dort finden wir eben auch eine mächtige Stadt. Und ja, die beiden kommen durch blöde Zufälle, wie es manchmal so ist, eben in seltsame Wüstenkriege, werden da hineingezogen und müssen eben dann ja, mit dieser Hilfe dann auch so schnell wie möglich in die Stadt kommen oder beziehungsweise behaupten das zumindest. Und ja, durch das Schicksal aber eben so getrennt, versuchen sie schließlich irgendwie auf eigene Art wieder einen Weg nach Hause zu finden und ja, treffen dort dann eben auf einen Herrscher, der doch sehr merkwürdig ist, sehr mächtig ist, aber den noch nie jemand gesehen hat. Und gleichzeitig haben wir eben hier auch magisches Wasser und ja, das eben auch wundersame Kräfte und unglaubliche Wesen hervorbringt und haben fremdartige Kreaturen, Wesen, über die wir dann eben mehr auch über Vedora erfahren. Ja, ich kam am Anfang ein bisschen schleppend in die Geschichte hinein. So die ersten 80, 90 Seiten wusste ich gar nicht so recht, wo geht das eigentlich hin? Und ab da ging es dann eigentlich nur noch aufwärts. Also nachdem, ich sage mal, so die ersten 100 rum waren, konnte ich es nicht mehr aus den Händen legen. Es war unglaublich flüssig, es ging unglaublich schnell, es war spannend.
Und auch wenn man ein bisschen an Gewöhnung tatsächlich braucht für den Stil, den Markus Heitz hier anwendet und auch für dieses viele Fremdartige, ist man doch sehr schnell in dieser Welt irgendwie vertraut, bekommt ein Gefühl für die Begriffe, die auch vorne im Buch nochmal alle erklärt werden. Und wenn man die Sachen 2-3 Mal gehört haben, dann geht das so ins Blut über. Man kann sehr viel einfach damit anfangen und bleibt dann eben in der Geschichte auch flüssig drin. Egal, wann man es weglegt und wieder anfängt, man ist immer wieder zack, zack drin. Es ist eine sehr einzigartige Welt, eine sehr spannende Welt. Ich fand die Details sehr interessant, sehr schön, sehr toll durchdacht, sehr kreativ, einfach mal etwas anders. Und man hat die Hitze und den Sand förmlich gespürt, gerochen, auf der Haut gehabt. Und das mochte ich unglaublich gerne. Ich bin ein Wüstenfan und konnte hier absolut mitgehen. Und es wurde einfach wunderbar beschrieben, mit tollem Tiefgang. Und es war einfach genau so, wie ich mir das vorstelle. Ich mag es sehr detailreich. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal vielleicht zu viel des Guten ist. Ich fand es gerade perfekt. Es war sehr, sehr spannend. Es hatte manchmal so einen Hauch von Länge, sage ich mal, wo man dachte, mit was geht's jetzt weiter? Aber man wurde direkt wieder mit dem nächsten Knaller dann überrascht und auch begeistert. Und auch die beiden Protagonisten in der Geschichte waren mir super sympathisch. Ich mochte die unglaublich gerne. Auch so unterschiedlich, wie sie waren und so unterschiedlich sie gehandelt haben, hat sie doch etwas verbunden. Und diese Verbundenheit hat sich dann eben auch einfach als mich, als Leser sozusagen übertragen. Und man konnte die Freundschaft einfach unglaublich gut nachvollziehen. Und ja, die vielen Geheimnisse, die hier so ein bisschen fehlen. Ja, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist tatsächlich auch so ein bisschen mehr über die Fähigkeiten. Da bin ich sehr gespannt, ob es da nochmal irgendwo hingeht. Denn eigentlich ist das Buch eine abgeschlossene Geschichte. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie noch so viel Potenzial hat, dass da Markus Heitz noch was draus machen kann. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht so gut. Aber ja, es ist auf jeden Fall Potenzial da, um noch mehr über Vedora zu erfahren und noch mehr wunderbare Geschichten zu schreiben. Und vielleicht kommt dann tatsächlich noch etwas mehr zu den beiden oder ja, grundsätzlich zu diesem Universum. Ein toller Auftakt des Monats sozusagen, hat Spaß gemacht, hat mir gefallen, mit wenigen Kritikpunkten. Aber ja, wer Fantasy mag, wer etwas Außergewöhnliches mag, und Markus Heitz hat eben auch einen sehr außergewöhnlichen Stil, der ist hier auf jeden Fall absolut richtig und sollte sich diese Schätzchen mal genauer anschauen. Ein E-Book, das ich zusammen mit der lieben Lena gelesen habe, ihr Kanal unten natürlich in der Infobox, ist Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen von Ulla Scheler. Dieses Buch ist am 8.8. im Hein Fliegt Verlag erschienen und wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet als E-Book 9,99 €, als broschierte Ausgabe 14,99 € und hat 368 Seiten. Das Buch behandelt die Freundschaft von Hannah und Ben, die seit ihrer Kindheit eben befreundet sind, eine sehr schöne Freundschaft haben, bis eines Tages Bens Vater stirbt und Ben sich ein bisschen abkapselt, verändert und Hannah ihn nicht mehr ganz so verstehen kann, wie es vielleicht zuvor der Fall war. Beide dennoch etwas verbindet und sie kurz vor ihrem Schulabschluss eben beschließen, sie machen mal noch eine Reise und bevor sie sich dann im Grunde ihre Wege irgendwie trennen, weil Ben studieren geht und Hannah ein freiwilliges Jahr machen möchte. Und beide machen sich dann auf zu einer spontanen Reise ans Meer, verbringen dort wunderbare Tage in einem Zelt am Strand, gehen lecker essen, genießen die Sonne, genießen das Meer. Und ja, haben auf der Reise dorthin eine Liste erstellt mit Dingen, die sie im Grunde noch ganz schnell irgendwie erledigen wollen. Angefangen von 25 Kinder machen, über einmal blind Auto fahren, über einen Tag schweigen bis hin zu einem Fremden küssen, was dann Hannah auch direkt in diesem Urlaub sozusagen erledigt. Und ja, er, der geküsst wird sozusagen, Sam, dann ja tatsächlich auch noch ein kleiner Flirt von ihr wird und sie auch verschiedenste Momente mit ihm verbringt. Ja, ähnlich zeitgleich treffen wir auf Chloe, die den beiden eine Legende über Ozeana und das Meer erzählt, dass dieses Meer sich eben junge Männer holt, immer bei Sturm, und es daher eben gefährlich ist, bei Sturm zu schwimmen. Und beide nicht so recht daran glauben, bis dann auf einmal doch irgendwie ein Sturm auf sich kommt und ja, es Hannah doch ein bisschen komisch wird und sie eigentlich Ben davor warnt, dann noch schwimmen zu geht und ja, aber der das natürlich als Legende und merkwürdige Sache abtut, bis dann doch etwas passiert und wir ja,
sehr viel spannend sozusagen erfahren, was es mit dieser Legende irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf sich hat. Die Geschichte begann sehr locker, sehr leicht, sehr flüssig. Man hat ein Gefühl bekommen für die Freundschaft, die doch irgendwie merkwürdig war. Und wir haben auch Charaktere, die nicht so handeln, dass es irgendwie logisch erscheint. Es war wirklich bis so zu den letzten 100 Seiten irgendwie ein großes Fragezeichen. Was will mir die Autorin erzählen? Um was geht es in der Geschichte? In welche Richtung geht diese Geschichte? Und was ist der Sinn all den Dingen, die darin passieren? Hannah und Ben sind zwei sehr merkwürdige Charaktere, die zwar ganz sympathisch sind, sich aber sehr, sehr merkwürdig entwickeln und wunderliche Dinge tun, wie zum Beispiel bei einer Freundschaftsreise, die das ja irgendwie ist, dann eben auch mal kuscheln, nackt baden und dann aber dann doch wieder bestätigen, sie sind nur Freunde, die dann eben auch so viel Zeit mit anderen verbringen, was ich persönlich gar nicht verstanden habe, warum auf einmal Chloe und auch Sam so wichtig wurden. Charaktere, die anfangs sehr merkwürdig erscheinen, die dann aber tatsächlich wieder ein bisschen zu Stärke finden und sich das Rollenbild in dem Kopf eigentlich verändert. Die, die man anfangs gut fand, die entwickeln sich merkwürdig und umgekehrt. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen befremdlich. Auch finde ich so ein bisschen merkwürdig, wo die Geschichte hin sollte. Es war so ein spannender Klappentext und all das, was im Klappentext irgendwie hat in der Geschichte erst sehr spät, passiert. Es war irgendwie nicht greifbar. Man hatte ständig Fragezeichen im Kopf. Man ist über manche Dinge und Unlogik gestoßen, die ich persönlich einfach sehr, sehr merkwürdig fand und wo ich mich immer gefragt habe, warum, wozu und weshalb. Es steckt manchmal so ein Quintchen Wahrheit in der Geschichte. Man hatte manchmal das Gefühl, man weiß, wo es hingeht, man ahnt es, aber es war dann doch wieder ganz anders. Und ich fand auch all drumherum komisch. Ich fand die Mutter von Ben merkwürdig, auch irgendwie das Verhältnis zwischen Hannah und ihrer Mutter, die einfach verschwinden, ohne dass sich irgendwer sorgt, dass sich irgendwer kümmert. Dass Dinge auf dieser Reise passieren, wo ich sage, da würde ich schon lange so und so handeln und nichts geschieht. Es war mir manchmal einfach zu unlogisch. Es war mir manchmal zu merkwürdig und ich habe es vielleicht auch einfach nicht verstanden. Es war ein Buch, was dann gegen Ende, als so ein bisschen das kam, worauf man gewartet hat und endlich einen Sinn in dieser Geschichte sah, dann schon irgendwie zusammengepasst hat, dass die Puzzleteile ein großes Ganzes ergeben. Das war dann schon schlüssig und okay. Auch diese Leichtigkeit des Strandes, des Meeres, fand ich sehr, sehr schön beschrieben. Das waren wirklich so die Highlights in diesem Buch. Es war eine Geschichte, die war okay. Man konnte sie wunderbar lesen. Es war sehr flüssig. Es war in Ordnung. Es war leider kein Highlight. Es war aber auch kein Flop. Es ist wirklich eine solide Leistung. Es war wirklich okay. Und man kann es lesen, muss es aber nicht. Und man weiß einfach nicht, wozu. Also mir stellt sich auch am Ende des Buches nur die große Frage, wozu das Ganze und warum. Also und ich verstehe auch diesen verwirrenden Klappentext nicht, der was ganz anderes erzählt, als dann der Buchinhalt ist. Was ich wirklich schade finde. Weil, ja, man weiß nicht, ob man dann gleich dazu gegriffen hätte. Aber es war okay. Es hat auch mit Lena zusammen sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und es war auch schön, sich da Gedanken auszutauschen. Aber es ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde. Es ist jetzt nichts, was man unbedingt gelesen haben muss. Man kann, muss aber nicht. Und ja, das ist im Grunde auch so die Aussage dieses Buches. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Nachricht von dir, von Muso. Mein zweiter Muso ist direkt im September gefolgt. Zusammen mit der lieben Miriam vom Kanal MJ Liest habe ich das Buch gelesen als E-Book. Es ist erschienen im Juni 2013, kostet als Taschenbuch 9,99 €, gibt es mittlerweile aber auch gebraucht oder manchmal zu Schnäppchenaktionen wie bei mir über thalia.de. Hat 480 Seiten und ich muss gestehen, es hat mich total fasziniert. Mussos Stil ist unglaublich spannend gestaltet. Es hatte alles andere, als was eigentlich das Cover verspricht. Wir haben hier Madeleine, die eine Floristin ist, ursprünglich Polizistin war, die aber in einem Fall, ja, der um das Mädchen Alice ging, im Grunde zerbrochen ist und ja, die sich jetzt eben als Floristin austobt. Auf der anderen Seite haben wir Jonathan, einen Sternekoch, dessen Frau ihn betrogen hat, die er dann verlassen hat und ja, sein ganzes Kochimperium im Grunde unter ihm zusammengebrochen ist, unter dieser Trauer, unter dieser Last. Und beide treffen sich zufällig am Flughafen, vertauschen ihre Handys und schnüffeln im jeweiligen anderen Leben ein wenig herum und finden so auch eine Verbundenheit zueinander. Und was erstmal klingt wie eine kitschige Liebesgeschichte, ist alles andere als das dann. Es ist unglaublich spannend, es ist
packend, fesselnd mit den jeweiligen unterschiedlichen Sicht auf die Dinge und wie beide eben die Handys durchstöbern, dann eben auch nach den Menschen googeln und das eben eine große Komponente, das Mädchen von zu Beginn ist, Alice, die eben beide Leben irgendwie beeinflusst hat. Zu viel kann man aber nicht verraten, denn man würde tatsächlich einiges verraten und vorne wegnehmen und das möchte ich natürlich nicht, denn das Buch wart mit totalen Überraschungen innerhalb der Geschichte auf. Man will nur lesen, weiter, weiter, weiter und das war auch so mit unserem gemeinsamen Lesen, dass wir uns wieder Sachen vorgenommen haben und gesagt, Mensch, so 2 Kapitel gehen noch, 3 Kapitel gehen noch und am nächsten Tag lesen wir es jetzt gar zu Ende. Es ist wirklich ein Page-Turner, man fliegt so durch die Geschichte durch, es ist spannend, aufregend, toll erzählt, es hat dieses gewisse Etwas, es ist etwas Besonderes, es vereint so viele Genres miteinander, es ist kein klassischer Liebesroman, es hat etwas von Krimi, etwas von Thriller, etwas ganz Obergreifliches und es hat mich wirklich mitgerissen, begeistert und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Manchmal, das ist wirklich so der einzige ganz kleine Kritikpunkt, finde ich es etwas unlogisch, wie die Charaktere reagiert haben, denn ich weiß nicht, ob ich von einem Fremden ein Handy habe, ob ich dann alles durchstöbern würde, bin ich mir nicht sicher und deswegen war das so die Komponente in der Geschichte, wo ich immer so dachte, ja, macht man das wirklich? Aber es wäre natürlich keine Geschichte, wenn man ja im Grunde nicht gestöbert hätte in dieser Geschichte und dementsprechend sei es Musso verziehen. Die Geschichte hat mich wirklich begeistert und ich bin total froh, dass ich noch einen Musso auf den Sub habe und der wird nicht lange auf sich warten, dann werde ich den auch verschlingen und ja, absolute Empfehlung, tolles Buch, wirklich absolut spannend, absolut lesenswert. Worte für die Ewigkeit von Lucy Inglis ist erschienen am 1. September im Chicken House Verlag und wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Das E-Book kostet 13,99 €, die gebundene Ausgabe 19,99 € und es hat knapp 400 Seiten. Wir beginnen die Geschichte in Montana 1800 und ein paar 60 und reisen dort mit der Miss Forsyth, 16 Jahre jung, von England in die USA, denn sie soll dort mit einem reichen Eisenbahnsohn verheiratet werden. Sie ist dort auf der Reise zusammen mit ihrem Kindermädchen mehr oder weniger und soll ihre Eltern dann eben am Zielort erreichen. Doch wir merken schnell, dass dieses Mädchen anders ist und mit ihren 16 Jahren nicht sich unbedingt gleich verheiraten lassen möchte, geschweige denn all diese Konventionen, die von ihr verlangt werden, wirklich für gut verheißen. So ist sie dann eben auf der Reise zu ihrem zukünftigen Ehemann und ihre Kutsche erleidet da einen Unfall und sie wird als einzige überlebend von einem Halb-Indianer-Jungen sozusagen gefunden und der sie im Grunde wieder gesund macht, der ihr im Grunde auch Bett und ein Essen im Grunde zur Verfügung stellt und sie merkt, dass diese Freiheit, die sie dort hat, ihr sehr, sehr gut gefällt und auch all das, was sie ihr so ein bisschen näher bringen kann. Im Grunde zur gleichen Zeit, immer im Wechsel, sind wir in der heutigen Zeit und dort reisen wir zusammen mit Hope und ihrer Mutter eben auch in die USA. Ihre Mutter gibt Hope immer schon Hausunterricht, sie will eigentlich Schriftstellerin werden und ihre Mutter zwängt ihr aber eigentlich den gleichen Beruf, auf den sie selbst ausübt, so ein bisschen irgendwas mit Physik und Chemie und möchte, dass ihre Tochter in diese Richtung geht. Hope trifft auf der Ranch, auf der Mutter und Tochter übernachten und bleiben für diese Zeit, während ihre Mutter dort arbeitet, auf Cal, den jungen Sohn des Ranch-Besitzers und wie es anders nicht sein kann, ist natürlich, dass beide so ein bisschen eine Anziehung verspüren und Hope findet auf dem Dachboden der Ranch eben ein Tagebuch von unserer Miss Forsyth aus 1800 und ein paar 60 und auch beide Jugendlichen machen sich in unserer Gegenwart auf die Reise. Allerdings mit einem Auto und erleiden an einer Brücke einen Unfall und man merkt schon, die beiden Geschichten und Schicksale sind irgendwie miteinander verwoben. Und das war unglaublich gelungen in dieser Geschichte. Ich möchte gar nicht mehr verraten, auch nicht, welche Richtungen die Geschichten gehen oder was dann die Schicksalshaft noch sehr ähnlich ist. Das muss man einfach sich überraschend, im Grunde beim Lesen überraschen lassen. Ich fand es großartig. Mir hat die Geschichte, also diese Verknüpfung der Geschichten, unglaublich gut gefallen. Ich mochte die Zeitspanne 1800 und ein paar 60. Man hat sich wirklich in diese Zeit versetzt gefühlt. Man hat diese Amerikanisierung gespürt oder eigentlich dieses Engländerstürmen in den USA ein und oder in Amerika ein, vertreiben die Indianer, vertreiben alle möglichen Tiere von Büffeln über keine Ahnung was alles ausgerottet wurde. Und man spürt diese Kolonialisierung sehr, sehr deutlich. Und man sieht sie einmal aus der Sicht eines Halbindianern und aus der Sicht eben
eben dieses englischen Mädchens, das sich diesen Konventionen eigentlich nicht unterordnen möchte. Zeitgleich haben wir eben die Neuzeit, spüren, dass da auch noch Rassismus eine Frage ist, eben auch durch diese Ranchbesitzer, die eben auch indianische Wurzeln haben, wenn man da in so einem kleinen Dorf ankommt, ist das alles nicht sehr leicht und eben auch Hope, die irgendwie sich eingeengt fühlt in ihrer Welt. Ich fand das unglaublich toll, wie uns beide Mädels sozusagen nahegebracht wurden, wie stark, mutig und tough sie agiert haben, wie ehrlich sie einfach auch reagiert haben. Da war nichts irgendwo, wo man sich mit den Augenrollen fragt, ja, was soll denn das, sondern es war einfach echt. Es hat sich so angefühlt, wie ich mir 1860 eben vorstelle und wie ich mir eben ein heutiges Mädchen in der normalen Welt im Grunde einfach vorstelle, in der wir uns befinden. Also nichts verschönert, nichts unbedingt alles rosa und auch nicht ständig dieses Hin und Her, in wem bin ich verliebt, sondern einfach der normale Alltag auf dieser Welt. Und das fand ich wirklich großartig. Ich mochte, wie die Geschichte uns erzählt wurde. Ich mochte den Stil von Lucy Inglis unglaublich gerne. Man hat direkt gespürt, wann man den Zeitwechsel gemacht hat. Das war nicht nur, dass halt dann oben steht, jetzt sind wir da und da, sondern man hat es auch in der Sprache gespürt. Sie schafft es, eine andere Sprache zu verwenden, wenn sie in der Vergangenheit ist, als die nimmt, wenn sie jetzt in der Gegenwart ist. Und das fand ich wirklich großartig. Das fand ich ganz, ganz tolles Kino sozusagen, weil man einfach spüren möchte, dass da was anders ist als in der heutigen Zeit. Und ich mochte auch diese Gedanken eben mit dieser Verwicklung der Schicksale. Und ich mochte das unglaublich gerne. Ich mochte diesen ganzen Verlauf dieser Reise, die wir hatten, so ein bisschen diesen kleinen Roadtrip durch zwei Zeiten und zeitgleich auch durch ja, die Wälder, durch Montana. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Die Geschichte hat mich bezaubert, hat mich mitgenommen, hat mich mitgerissen und in den Bann gezogen. Und ich war wirklich hin und weg und fand es bis zum Ende wirklich eine wunderbare Geschichte mit tollen Emotionen, die mich leider nicht ganz so mitgerissen haben, wie ich es eigentlich gehofft hatte. Da hat tatsächlich so ein bisschen was gefehlt in der Emotion. Aber es ist ein wirklich absolutes Top-Buch, was mir unglaublich gut gefallen hat, was ich wirklich jedem empfehlen kann, der gerne mit zwei Zeitreisen sozusagen, also es ist ja keine Zeitreise, aber mit zwei Zeitstrahlen gerne etwas liest und da eben auch mal Lust hat, das vielleicht aus einer jugendlichen Perspektive zu lesen, mit einem ganz tollen Sprachstil, der ist hier wirklich absolut richtig. Tolles Buch, wunderbare Empfehlung und ich hoffe, es lesen ganz, ganz viele auf dieser Welt dieses Buch. Die Welt zwischen den Zeilen von Jackie Felgood ist eine etwas längere Kurzgeschichte mit 210 Seiten, welches im Februar diesen Jahres erschienen ist. Das E-Book erhält man bereits für 2,99 und das Taschenbuch für 9,99. Es ist mein zweites Buch der Autorin. Ihr Buch Hashtag Folge deinem Herzen war ja ein Highlight in meinem Sommer und ich freue mich, dass ich jetzt einfach weitergemacht habe und mir zwei Bücher von ihr direkt noch heruntergeladen habe und jetzt auch mit Die Welt zwischen den Zeilen sozusagen weitergelesen habe. Es ist das zweite Buch in ihrer Aktion 12 Bücher in 12 Monaten. Ich verlinke ihren Blog auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Ja, wir treffen hier auf Isa, eine junge Frau, die in einer Beziehung lebt, nicht sehr glücklich ist und sich immer mal wieder in ihre Bücherwelten zurückzieht. Sie das aber nicht so macht wie wir anderen Leser und uns einfach mit unserer Fantasie hinträumen, sondern sie kann tatsächlich zwischen den Zeilen reisen und trifft dann eben auch die Charaktere innerhalb der Bücher und erfährt, was eben auch die Buchcharaktere so nebenbei machen. Eine coole Idee, wie ich finde, was ich unglaublich auch gerne mal tun möchte. Ja, sie ist dann auf einmal im Märchen Aschenputtel und trifft dort den Prinzen und verdreht nicht nur dem Prinzen den Kopf, sondern sich selbst ein wenig, redet mit ihrer Mutter davor, die unglaubliche Angst hat, dass sich ihre Tochter ähnlich wie ihre eigene Mutter in diesen Welten verliert und empfiehlt eigentlich ihrer Tochter, von der Geschichte Abstand zu nehmen, sich nicht dieser Verliebtheit hinzugeben und dem Prinzen Prinzen sein zu lassen und ihr normales, reelles Leben sozusagen zu leben. Isa ist aber hin und her gerissen und wie es dann weitergeht, ausgeht und was es mit dem Prinzen von Aschenputtel so noch Spannendes auf sich hat, könnt ihr dann natürlich selbst lesen. Das Buch war mit seinen 200 Seiten auf jeden Fall viel, viel zu kurz. Das schon mal vorneweg. Ich habe es wirklich in zwei Rutschen durchgelesen. Ich mochte den kurzen, knackigen, spritzigen Schreibstil der Autorin sehr, sehr gerne. Das fand ich schon in ihrem ersten Buch wirklich ganz, ganz toll, dass sie sich eben nicht mit langen Erklärungen aufhält, sondern einen einfach auch mitdenken lässt, mitnimmt und einen wirklich wunderbare Impulse gibt während der Geschichte. Ich mag den Stil von Jackie Felgood wirklich sehr, sehr gerne. Jetzt auch beim zweiten Buch fand ich wirklich sehr, sehr gelungen, hat Spaß gemacht zu lesen und ich fand diese Idee mit diesem Eintauchen in der Geschichte
einfach gut. Es hat Spaß gemacht, sich zu überlegen, in welches Buch würde man selbst gern eintauchen, wie würde man vielleicht selbst in Aschenputtel irgendwas verändern wollen können, würde man sich tatsächlich in so einen Prinzen verlieben und auch einfach die Gedankengänge von Isa nachzuvollziehen. Es war einfach spaßig, es hat Lust auf Lesen gemacht, es hat Lust auf Weiterlesen in der Geschichte gemacht und am liebsten hätte man direkt mal zu Aschenputtel gegriffen und sich einfach mal den Prinzen dort näher angeguckt, was er denn so Besonderes an sich hat, dass sich Lisa verliebt. Ich fand, dass Jackie Feldgut hier wirklich ein wunderbares Buch gelungen ist. Es hat mich wirklich begeistert mitgerissen und war zwar leider ein bisschen vorhersehbar, sodass ich da wirklich so sagen würde, es hat mich nicht ganz so begeistert wie Hashtag Folge deinem Herzen. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, denn es war eine bezaubernde Geschichte, die einen wirklich so märchenhaft mitgenommen hat, die einen, ja, so diesen leichten Buchzauber mit dem erfüllt hat und ja, man einfach so ein bisschen mit Isa in der Bücherwelt umher war und einfach, ja, wunderbar gedacht hat, ich will auch. Zudem habe ich mir ein wunderbares Zitat herausgeschrieben, was ich einfach treffend finde. Aber es ist niemals eine gute Idee, die Umstände das eigene Schicksal bestimmen zu lassen. Mit viel Fleiß und harter Arbeit lässt sich einiges bewegen. Was aber am Ende dabei herauskommt, hängt alleine davon ab, ob man auch angefangen hat. Und das passt einfach perfekt zu meiner eigenen Einstellung, wenn ich mir immer so denke, nur der Anfang trennt uns vom Ende. Da würde man sagen, ja, ist ja logisch, aber man muss eben manchmal auch einfach anfangen, um etwas beenden zu können, um dann eben das gute Gefühl zu haben, dass man es beendet hat. Und so fand ich dieses Zitat einfach treffend ausgedrückt und ich fand es einfach ganz, ganz toll. Und mich hat dieses ganze Buch, diese Leichtigkeit, diese Fluffigkeit wirklich begeistert mitgerissen. Es ist eine wunderbare Leseempfehlung für alle, die vielleicht selbst schon gerne mal in Bücher eintauchen wollten. Und ich finde auch, dass Jackie Feldgut wirklich das toll umgesetzt hat, diese Idee mit diesen in einem Buch eintauchen, was es ja schon öfter mal in der Bücherwelt gab. Aber hier finde ich es einfach besonders, weil auch einfach Isa so eine tolle Protagonistin ist und man einfach mit ihr in Aschenputtel reist. Ganz tolles Buch, wirkliche Empfehlung, hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht. Und wer so Märchenhaftes gerne liest und auch selbst vielleicht mal in Aschenputtel eintauchen möchte, der ist hier absolut richtig. Dann ging es im September mit diesem wunderschön aussehenden Buch weiter. Plötzlich Angie von Nina McKay ist am 1. September erschienen im Ivy Verlag, hat knapp 400 Seiten, kostet als E-Book Edition 12,99 und als broschierte Ausgabe 15 €, und es sieht vom Cover wirklich wunderschön aus. Wir treffen auf die 20-jährige Elena, die zusammen mit ihrem besten Freund Clay in Santa Fe wohnt. Beide sind im Heim aufgewachsen, hatten also keine so schöne Kindheit und ja, leben eben seitdem dann auch zusammen, haben keinen Tag getrennt voneinander erlebt und sind ein eingeschweißtes Team. Elena ist eine etwas besondere junge Frau, denn sie sieht die noch vorhandene Lebenszeit jedes Einzelnen über dem Kopfe schweben. Und diese verändert sich zwar gegebenenfalls auch, wenn der Mensch etwas tut, was dafür sorgt, dass sich die Lebenszeit verkürzt. Aber ja, das bewegt Elena eigentlich nicht so extrem. Kurz vor dem Tod der jeweiligen Menschen, wenn sie in der Nähe ist, ja, hinterlässt sie einen lauten Todesschrei. Und ja, sie erfährt dann eben auch, dass sie eben eine Banshee ist, eine Todesfee. Und ja, alle hören den Schrei, nur der Sterbende selbst nicht. Elena ist ja, eine junge Frau, die sehr, sehr tollpatschig ist, die einen unglaublich schwarzen und auch trockenen Humor hat, der mir wirklich unglaublich gut gefallen hat. Und wir treffen sie zu einer Zeit, in der es mysteriöse Todesfälle in Santa Fe gibt und ja, sie mit allen irgendwie in Verbindung gebracht wird. Und wir treffen dann eben auch auf Dylan, einen Detective, der eben zusammen mit Elena, die auch als Detektivin unterwegs ist, diesen Fall lösen möchte. Und zwischen den beiden knistert es doch trotz aller Tollpatschigkeit einmal ein bisschen mehr. Ja, wir haben hier eine wunderbare Geschichte, die mit sehr viel Humor auf sich wartet, die mit sehr viel Freude am Lesen und natürlich bestimmt auch am Schreiben von der Autorin. Man spürt einfach den Spaß, den diese Geschichte macht. Ich war von Anfang an in der Geschichte drin, es ging sehr schnell rein. Wir sind mittendrin, wir erleben Elena, wie sie so ihre Tage verbringen. Wir werden da wunderbar auch dann in diese Elfen- und Feenwelt, was alles so mit der keltischen Mythologie zu tun hat. Ich habe dann tatsächlich auch ein bisschen rumgegoogelt, was es da so alles mit auf sich hat. Ich fand das unglaublich spannend.
spannend, diese ganzen Informationen zusammen mit dem Buch dann aufzunehmen. Und ich mochte einfach den Humor in diesem Buch. Ich glaube wirklich, der Humor, die Spritzigkeit, dieser moderne Stil, dieses Schnelle, war wirklich einzigartig und hat mir wirklich ganz, ganz viel Lesespaß gebracht. Ich habe es zusammen mit der lieben Lisa gelesen, ihren Kanal natürlich in der Infobox. Und wir haben uns gerade dann gegen Ende hin sehr, sehr intensiv ausgetauscht, weil es natürlich auch ein bisschen Rätselraten ist, wo geht die Geschichte hin, wer könnte da dahinter stecken, und wir beide falsch lagen, denn es kam unerwartete Dinge gegen Ende und es hat einfach einen total überrascht, wie es ausgegangen ist. Es gab emotionsvolle Momente, wo man entweder schallend gelacht hat oder tatsächlich auch so ein Tränchen in den Augen dann verdrückt hat. Und es war eine bunte Mischung aus allem, und besonders hervorzuheben ist einfach der Humor, den ich wirklich ganz, ganz toll finde. Der so trocken wirkt, der so echt wirkt, als würde man tatsächlich einfach mit Leuten sprechen. Also wenn auf eine blöde Frage sozusagen auch einfach eine blöde Antwort folgt, wie es im wahren Leben eben auch ist. Und ich finde gerade, das hat das Buch so besonders gemacht. Ein bisschen schade fand ich, dass das Ende so unglaublich schnell kam, dass so der Aufbau der Geschichte, die ersten 300 Seiten wirklich ein wunderbares Tempo für mich hatten und die letzten, ja, 80 Seiten dann wirklich zack, zack, zack gingen, wo ich dachte, hallo, ich möchte da mehr wissen, ich möchte noch intensiver dieses Ende erleben, und mir ist persönlich tatsächlich ein bisschen zu schnell ging. Ich hätte mir da gerne noch 50, 60, 100 Seiten gewünscht, um das Ende eben genauso auszuarbeiten, wie es beim Anfang der Fall war. Fand ich persönlich ein bisschen schade, gibt einen ganz klitzekleinen Punktabzug, aber im Großen und Ganzen ist das eine unglaublich Neuentdeckung, und ich weiß, dass die Autorin demnächst schon ein neues Buch herausbringt, auf das ich mich jetzt schon freue, denn das Buch ist wirklich eine absolute Empfehlung. Es hat Spaß gemacht durch die Bank, und ich fand einfach die Idee dahinter, den Gedanken dahinter wirklich unglaublich gut umgesetzt, und ich finde es auch schön, dass es ein Einzelband ist und ja, dass man dann nicht wieder auf den nächsten Teil irgendwie wartet, was natürlich Vor- und Nachteile hat, aber ja, ich fand es großartig, absolute Empfehlung, wunderbares Buch, und ich freue mich auf das nächste Buch der Autorin. Ich hoffe, die Ausschnitte haben euch auch diesmal wieder gefallen und ihr konntet euch so ein kleines Bild von dem Büchern machen. Wenn ihr natürlich ein bisschen ausführlicher über die Bücher informiert werden wollt, dann guckt in die jeweiligen Bücherwochen innerhalb des Septembers. Da sage ich natürlich immer ein bisschen mehr zu den Büchern. Das sind ja im Grunde meine Rezi-Videos, wenn man so möchte. Und ja, es ist eine ganze Menge dabei gewesen. Sehr viele E-Books in diesem Monat, wie ihr auch schon hier in diesem Abschnitt gemerkt habt. Und auch sehr viele wunderbare Bücher, die ich mit lieben Menschen gelesen habe. Ihr findet natürlich die Kanäle unten in der Infobox. Alle, die hier irgendwie erwähnt werden. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit der ersten Hälfte meiner September-Bücher. Und wenn ihr mir irgendwas zu den Büchern erzählen wollt, dass ihr sie vielleicht schon gelesen habt oder noch auf dem Sub habt oder auf der Wunschliste, dann schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.